Was eint, was trennt sie? Die Union und die Grünen haben sich zu Gesprächen getroffen. Missbrauch in der katholischen Kirche in Frankreich. 330.000 Opfer seit 1950. Misstrauensantrag angenommen. Das Parlament stürzt die Regierung in Bukarest. Nobelpreis für Physik geht unter anderem an den deutschen Klimaforscher Klaus Hasselmann. Lift-off für eine Weltraumpremiere. Russisches Filmteam dreht ersten Kinostreifen auf der ISS. 2,5 Stunden Sondierungsgespräche zwischen der Union und den Grünen. Konstruktiv, ehrlich und sachlich habe man miteinander gesprochen, hieß es bei der abschließenden Pressekonferenz. Es gebe Einendes wie auch Trennendes. Konkretes verlautete nicht. In gerade gesellschaftspolitischen Bereichen stehen unsere Parteien eher weiter auseinander. Darüber haben wir auch gesprochen, was es für Differenzen gibt. Und in anderen Bereichen gibt es entsprechend auch gemeinsame Anliegen wie die Modernisierung unseres Landes mit Blick auf die Digitalisierung und auch die ökologische Transformation. Und diese Ernsthaftigkeit hat die letzten 2,5 Stunden stark geprägt. Dass Jamaika überhaupt eine Chance hat, wird bezweifelt. Stärkste Kraft wurde bei der Bundestagswahl Ende September, wenn auch nur knapp, die SPD. In den letzten Tagen gab es bereits mehrere Gesprächsrunden, bei denen alle Beteiligten zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden. Doch aus dem Treffen zwischen Union und FDP sickerten Inhalte durch. Schön ist es nicht. Also ich habe auch etwas gelesen über das Gespräch zwischen der SPD und den Grünen. Das ist nicht gut, wenn es geschieht, aber wir haben uns heute mehr mit der Frage beschäftigt, wie kann man eigentlich diese Riesenaufgaben, die im Moment vor uns liegen, lösen. Deshalb haben auch Personalfragen heute keine Rolle gespielt. Personalfragen, mit denen Laschet auf seine eigene Zukunft angespielt haben mag. Denn die scheint nur gesichert, wenn es nach Jamaika geht. Am Zug sind jetzt erstmal die Königs- oder auch Koalitionsmacher, die Liberalen und die Grünen, die über die nächsten Schritte beraten wollen. In Frankreich sind seit den 1950er Jahren schätzungsweise 330.000 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch in Institutionen der katholischen Kirche geworden. Zu diesem Ergebnis kommt eine unabhängige Untersuchungskommission, die ihren Bericht nach 2,5 Jahren Arbeit jetzt in Paris vorstellte. Die Gewalt an Minderjährigen durch Priester oder andere Geistliche in der katholischen Kirche mache 4% der sexuellen Gewalt in Frankreich aus, so der Kommissionsvorsitzende. Schließe man Gewalt durch kirchliche Laien ein, seien es 6%. Der Gründer einer Opferorganisation forderte, die Kirche müsse für alle diese Verbrechen bezahlen und sprach von einer kolossalen Aufgabe. C'est de l'enfer dont vous revenez. Sie kommen aus der Hölle, Sie, Mitglieder der Kommission. Vous avez exploré Sie haben die dunkelsten und niederträchtigsten Details untersucht, die der Mensch nervlich verkraften kann. Et les plus abjects. Que l'homme sait parfois engendrer dans sa névrose. C'est bien dans les méandres les plus vicieux. Sie sind hinabgetaucht in die schlimmsten, unerträglichsten und widerlichsten Dinge. Si nauséabond. Die Kommission hat für ihren Bericht die Aussagen von Betroffenen und Archive ausgewertet. Sie geht davon aus, dass 80% der Opfer Jungen waren, die meisten zwischen 10 und 13 Jahren alt. Die Zahl der Täter schätzt sie auf mindestens 3.000. Sie fordert von der Kirche Reparationszahlungen für die Geschädigten. Die französische Bischofskonferenz kündigte Konsequenzen an. Wegen eines Tageswerts von rund 11.000 Neuinfektionen wird die Corona-Lage in Rumänien immer dramatischer. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von fast 600 ist die Hauptstadt Bukarest einer der Hotspots in Europa. Es werden, abgesehen von den Covid-19-Patienten, nur noch absolute Notfälle in allen Krankenhäusern Rumäniens aufgenommen.
Jeder andere Krankheitsfall wird von dem behandelnden Arzt analysiert. Der Arzt entscheidet, ob er verschoben werden kann. Alle Fälle, die verschoben werden können, werden verschoben. In jeder Krankenakte muss genau angegeben werden, warum es nötig war, den Kranken aufzunehmen. In Rumänien sind nur 28% der Bevölkerung vollständig geimpft. Auf den Intensivstationen sind die meisten Patienten ungeimpft und weisen die Delta-Variante auf. Die Krankenhäuser sind komplett überlastet. Das Personal arbeitet in 4-Stunden-Schichten. Rumäniens bürgerliche Regierung unter Ministerpräsident Florin Kitsu ist vom Parlament gestürzt worden. 281 von insgesamt 466 Abgeordneten und Senatoren stimmten für den Misstrauensantrag, den die Sozialdemokraten eingebracht hatten. Kitsu darf höchstens 45 Tage lang kommissarisch die Regierung weiterführen. Dabei ist er aber nur eingeschränkt handlungsfähig. So darf er etwa keine Eilverordnungen erlassen. In Rumänien beginnt damit inmitten einer zunehmend dramatischeren Corona-Lage eine voraussichtlich lange Phase der Instabilität und des Reformstaus. Dies dürfte auch die Nutzung der 29,2 Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfspaket der EU betreffen. Ausgelöst wurde die Krise durch den Bruch der seit Dezember 2020 regierenden Koalition von Kitsus Partei PNL und einer kleineren rechten Partei. Kitsu hatte 2 Minister aus den Reihen dieser Partei entlassen. Nach einem teilweisen Kratereinsturz haben die spanischen Behörden eine noch schärfere Überwachung des auf La Palma ausgebrochenen Vulkans Cumbre Vieja angekündigt. Durch den Wegbruch der Kraterwand, die wie ein Damm wirkte, hat sich der Lavastrom in Richtung Meer noch weiter verstärkt. Sie fließt jedoch auf demselben Weg bergab wie bisher, weshalb keine zusätzlichen Evakuierungen nötig wurden. Einige Bewohner der evakuierten Gebiete durften von Sicherheitskräften begleitet kurzfristig in ihre Häuser zurück, um Kleidung und andere Habseligkeiten abzuholen. Rund 1000 Gebäude wurden bislang zerstört und etwa 6000 Menschen evakuiert. Die Regierung von Pedro Sanchez hat ein zweites Hilfspaket von mehr als 206 Millionen Euro angekündigt. Derweil erschütterten am Montag weitere Erdbeben die Insel, allerdings ereigneten sie sich in großer Tiefe, sodass nicht mit weiteren Rissen im Krater gerechnet wurde. 16.000 Tonnen Schwefeldioxid wurden bereits in die Atmosphäre freigesetzt. Die Aschewolke ist in eine Höhe von 4.500 Metern aufgestiegen. Der Wind steht weiter günstig, um die giftigen Gase zu zerstreuen und den Betrieb des Flughafens für Versorgungsflüge aufrechtzuerhalten. Es sei noch nicht vorbei, warnte der Regionalpräsident im spanischen Fernsehen. Niemand wisse, wie lange es noch dauern werde. Mehr als 2 Wochen nach dem Ausbruch ist immer noch keine Entwarnung in Sicht auf der Kanareninsel, die in diesen Tagen eines der schwärzesten Kapitel ihrer Geschichte schreibt. Die zuverlässige Vorhersage. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr zur einen Hälfte an den Deutschen Klaus Hasselmann und den in den USA forschenden Japaner Yukuro Manabe und zur anderen an den italienischen Physiker Giorgio Parisi. Das gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Die Forscher würden für ihre bahnbrechenden Beiträge zum Verständnis komplexer physikalischer Systeme ausgezeichnet, hieß es zur Begründung. Hasselmann und Manabe hätten die Grundlage für das Wissen über das Erdklima und den Einfluss des Menschen gelegt und Parisi die Theorie ungeordneter Materialien und zufälliger Prozesse revolutioniert. Das wahrscheinlich waghalsigste Abenteuer der Kinogeschichte hat begonnen. Lift-Off für den ersten im Weltall gedrehten Spielfilm. Die Bilder sind echt, ebenso das russische Filmteam an Bord der Soyuz-Rakete, das am Dienstag planmäßig vom Weltraumbahnhof Baikonur in Richtung ISS abhob. Quasi ein neues Kapitel im Wettstreit um die Vormachtstellung im All. Auch die USA planen einen Dreh auf der ISS, noch aber gibt es keinen Zeitpunkt dafür. Sie habe sich einer Kosmonautenausbildung im Alltempo unterziehen müssen, erklärte die Hauptdarstellerin Julia Peresild, die aus gut 3000 Bewerberinnen ausgewählt wurde. Wir haben uns so gut vorbereitet, wie es in einem so kurzen Zeitraum möglich war. Auf jeden Fall ist es ein Experiment. Ich möchte nicht das Wort Angst oder etwas Ähnliches benutzen, sondern sagen, dass ich sehr aufgeregt und froh bin, wenn man bedenkt, wie wenige Menschen dort bereits gewesen sind. Und wir haben die Möglichkeit, nicht nur dorthin zu fliegen, sondern das zu tun, was wir auf der Erde am besten können, einen Film zu drehen. Nur 12 Tage Zeit hat das Team für den außerirdischen Dreh. Am 17. Oktober geht es wieder zurück zur Erde.
Wissow, Herausforderung lautet der Arbeitstitel des Dramas in Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtbehörde. Es sei ein wissenschaftliches und pädagogisches Projekt, auch mit Blick auf die künftige Beförderung von betuchten Touristen ins All. Diese Woche auf Euronews. Sankt Petersburg überrascht mit großartigen Museen und stimmungsvollen Straßen und Orten, an denen man Geschichte buchstäblich anfassen kann. Es gibt zum Beispiel die Poltawa, eine Nachbildung des berühmten Schiffes, das Peter der Große vor mehr als 300 Jahren entworfen hat. September-Spaziergang durch St. Petersburg, diese Woche in Postcards auf Euronews und euronews.com. Was eint, was trennt sie? Die Union und die Grünen haben sich zu Gesprächen getroffen. Vor dem EU-Gipfel in Slowenien. Der Balkan will die Verhandlungen hinsichtlich einer Osterweiterung fortsetzen. Nobelpreis für Physik geht unter anderem an den deutschen Klimaforscher Klaus Hasselmann. Klimafreundliches Fliegen. Anlage in Niedersachsen produziert E-Kerosin. 2,5 Stunden Sondierungsgespräche zwischen der Union und den Grünen. Konstruktiv, ehrlich und sachlich habe man miteinander gesprochen, hieß es bei der abschließenden Pressekonferenz. Es gebe Einendes wie auch Trennendes. Konkretes verlautete nicht. In gerade gesellschaftspolitischen Bereichen stehen unsere Parteien eher weiter auseinander. Darüber haben wir auch gesprochen, was es für Differenzen gibt. Und in anderen Bereichen gibt es entsprechend auch gemeinsame Anliegen wie die Modernisierung unseres Landes mit Blick auf die Digitalisierung und auch die ökologische Transformation. Und diese Ernsthaftigkeit hat die letzten 2,5 Stunden stark geprägt.
Dass Jamaika überhaupt eine Chance hat, wird bezweifelt. Stärkste Kraft wurde bei der Bundestagswahl Ende September, wenn auch nur knapp, die SPD. In den letzten Tagen gab es bereits mehrere Gesprächsrunden, bei denen alle Beteiligten zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden. Doch aus dem Treffen zwischen Union und FDP sickerten Inhalte durch. Schön ist es nicht. Also ich habe auch etwas gelesen über das Gespräch zwischen der SPD und den Grünen. Das ist nicht gut, wenn es geschieht. Aber wir haben uns heute mehr mit der Frage beschäftigt, wie kann man eigentlich diese Riesenaufgaben, die im Moment vor uns liegen, lösen. Deshalb haben auch Personalfragen heute keine Rolle gespielt. Personalfragen, mit denen Laschet auf seine eigene Zukunft angespielt haben mag. Denn die scheint nur gesichert, wenn es nach Jamaika geht. Am Zug sind jetzt erstmal die Königs- oder auch Koalitionsmacher, die Liberalen und die Grünen, die über die nächsten Schritte beraten wollen. Viele Gespräche, viele Versprechungen, doch wenig Bewegung bei der EU-Osterweiterung. Die politische Stimmung vor dem Gipfeltreffen zwischen der EU und den westlichen Balkanstaaten am Mittwoch ist düster. Erwartet wird, dass Brüssel einer Erweiterung zustimmt, jedoch keinen klaren Zeitplan nennt. Die Tatsache, dass die Union ihre Beitrittskandidaten immer wieder vertröstet, könnte Experten zufolge der Grund für die jüngsten Verstimmungen zwischen dem Kosovo und Serbien sein. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Diese Region befindet sich seit dem Krieg in den 90er Jahren in einem instabilen und zerbrechlichen Zustand. Sowohl Teile der politischen Elite als auch der Gesellschaft haben gewissermaßen die Hoffnung aufgegeben, jemals der EU beitreten zu können. Montenegro und Serbien haben Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Albanien und Nordmazedonien warten auf den Beginn formeller Gespräche, während das Kosovo und Bosnien-Herzegowina ernsthafte Kandidaten sind. Ein möglicher Beitritt hängt davon ab, inwiefern sich demokratische Standards verbessert haben und ob es sozioökonomische Reformen gibt. Das größte Risiko in der Region sind die Unterdrückung der Rechtsstaatlichkeit und der Medienfreiheit. Probleme bereitet auch die politische Einmischung in Nachbarstaaten, wie es bei Serbien und Kroatien der Fall ist. Einige EU-Mitglieder sind den neuen Beitrittskandidaten gegenüber eher zurückhaltend. Sie befürchten eine Flut von Migranten in die westlichen Mitgliedstaaten. Ein Thema, das in Frankreich angesichts der bevorstehenden Wahlen im nächsten Jahr zur Sprache kommt. Die Wahl in Frankreich spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle. Man kann verstehen, dass Präsident Macron alles verhindern will, was seinen Wahlkampf und die Chancen auf eine weitere Amtszeit in irgendeiner Weise gefährden könnte. Da die Beitrittsgespräche ins Stocken geraten sind, versuchen Länder wie China und Russland, ihren Einfluss in der Region zu vergrößern. Die EU hat dem westlichen Balkan bisher mehr Gelder in Aussicht gestellt. Doch die Streitigkeiten innerhalb der Union könnten einer Erweiterung im Weg stehen. Die zuverlässige Vorhersage. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr zur einen Hälfte an den Deutschen Klaus Hasselmann und den in den USA forschenden Japaner Yukuro Manabe und zur anderen an den italienischen Physiker Giorgio Parisi. Das gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Die Forscher wurden für ihre bahnbrechenden Beiträge zum Verständnis komplexer physikalischer Systeme ausgezeichnet, hieß es zur Begründung. Hasselmann und Manabe hätten die Grundlage für das Wissen über das Erdklima und den Einfluss des Menschen gelegt und Parisi die Theorie ungeordneter Materialien und zufälliger Prozesse revolutioniert. Wird die Zukunft der Luftfahrt im niedersächsischen Emsland geschrieben? Dort, wo Windräder und Biogasanlagen das Landschaftsbild prägen, soll CO2-neutrales Kerosin hergestellt werden. In Werlte bei Oldenburg steht dazu laut Betreiber Atmosphäre die erste industrielle Produktionsanlage der Welt. Der Standort ist kein Zufall. Aus Ökostrom von Windrädern wird Wasserstoff gewonnen. Eine Biogasanlage liefert Kohlendioxid. Die Anlage wurde jetzt offiziell in Betrieb genommen. So jetzt. Hier kommen zwei Stoffe an. Der eine ist Kohlendioxid und der andere Wasserstoff. Beide werden zu synthetischem Gas zusammengemischt und daraus wird dann auf synthetische Art und Weise E-Kerosin gemacht.
Atmosphäre legt Wert darauf, dass die Biogasanlage Lebensmittelabfälle verarbeitet und nicht eigens angebauten Mais oder andere Pflanzen. Das eigentliche Ziel ist aber, CO2 aus der Luft zu nehmen. So soll nur so viel Kohlendioxid in der Atmosphäre landen, wie ihr vorher entnommen wurde. Dazu gibt es in Werlte eine entsprechende Anlage. Langfristig ist auch nicht das Emsland das bevorzugte Terrain für E-Kerosin-Anlagen, sondern sonnige Länder, in denen der Strom günstig über Photovoltaik gewonnen werden kann. Wir wollen unsere Anlagen in der ganzen Welt bauen, überall dort, wo der Strom günstig ist, wo man Sonne und Wind nutzen kann. Das kann in Südafrika oder Südamerika sein, im Nahen Osten oder in Australien. Überall, wo man Kapazitäten für erneuerbare Energien aufbauen und diese lagern kann. Wo man diese zu flüssigem Kraftstoff machen kann und bestehende Infrastruktur nutzen kann. Pilotkundin für das Öko-Kerosin ist die Lufthansa. Finanziert werden müsse die Neuerung am Ende von allen Akteuren, so die Chefin von Lufthansa Cargo. Also von Kunden, Mittelspersonen und den Fluggesellschaften. In der Anlage in Werlte wird zunächst nur Rohkerosin produziert. In einer Raffinerie in Schleswig-Holstein wird es dann veredelt. Damit E-Kerosin flächendeckend eingesetzt werden kann, müssen zahlreiche Nachahmer folgen. Im Emsland kann mit Beginn des Regelbetriebs 2022 eine Tonne täglich produziert werden. Ein Airbus A350 zum Beispiel verbraucht etwa 5 Tonnen pro Stunde. Niemand ist perfekt. Und was, wenn doch? Der Film Ich bin dein Mensch wagt das Gedankenspiel. Eine Frau nimmt einen Roboter für einige Wochen bei sich auf. Hightech in der Hülle des idealen Mannes. Gespielt von Dan Stevens. Scannen mein Gehirn. Multiple Choice ohne Ende. Und was kommt dann dabei raus? Dein Traumpartner ist ja schon für dich gebaut. There was so much to this role. Diese Rolle hat so viele Ebenen. Selbst wenn ich auf Englisch gedreht hätte, wäre es eine große Herausforderung gewesen. Dass es auf Deutsch war, war in gewisser Weise ein Bonus. Ich habe noch nie eine komplette Rolle auf Deutsch gespielt und schon gar nicht die eines Drehbuchs, das so schön ist wie dieses. Ich finde es süß, seltsam, lustig, bewegend und gedankenanregend. Seine Partnerin, die Schauspielerin Maren Eggert, erhielt den Silbernen Bären für ihre Rolle in Ich bin dein Mensch. Der Film wurde auch als deutscher Beitrag zur nächsten Oscar-Verleihung in der Kategorie Bester ausländischer Film ausgewählt. Aber Sie behandeln Tom wie eine Maschine. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Regisseurin ist Maria Schrader. Können wir als soziale Wesen mit jemand anderem eine Partnerschaft eingehen, der das alles nicht teilt? Der in allem besser ist als wir? Können wir eine Partnerschaft eingehen mit jemandem, der nicht lebt? Der für nichts anderes da ist eigentlich, als uns glücklich zu machen. Der eigentlich der Mensch 2.0 ist. Der vielleicht sogar der bessere Mensch ist, zivilisierter als wir. Also Tom zum Beispiel müsste man ja eigentlich die Menschenrechte aushändigen. An diesem Donnerstag kommt der Film nach Deutschland und Österreich auch in die Schweizer Kinos. Wie ist das jetzt mit deinem Schwanz? Diese Woche auf Euronews. Entdecken Sie ein unbekanntes Dubai. They have a different perspective of the Dubai skyline. Genießen Sie die lokale Kultur und Traditionen. We hope you're going to explore for yourself. Erlebnisreiche Sport- und Freizeiteinrichtungen. Dubai, ein Top-Reiseziel für Touristen aus aller Welt. Explore Dubai auf Euronews und euronews.com.